Herzlich willkommen zurück hier bei The Sandman. In der letzten Folge haben wir schon zwei schlechte Enden hinter uns gebracht. Das heißt, es ist noch ein schlechtes übrig und natürlich das Gute. Wir quatschen mal kurz mit dem Einhorn. Wir haben hier natürlich jetzt das pinke Juwel nochmal gemacht. Und möchten, dass er das jetzt behält. Na gut, das ist natürlich ein bisschen Arbeit, was jetzt wieder auf mich zukommt. Aber ich glaube, das werde ich euch nicht ansehen lassen. So, wir möchten, dass er das behält. Also, ich brauche es nicht. Ich weiß auch überhaupt nichts über diese Juwelen. Also behalt das einfach. Oh, wow, wirklich? Ich werde es dir später nicht zurückgeben, bist du sicher? Ja, klar. Ist besser, als dass es jemand hat, der es wirklich möchte. Ich bin nicht wirklich interessiert in solche Juwelen und sowas. Hooray! Och, danke schön, Sophie. Zeynon ist auch ein cooler Typ hier. Was? Ich gebe dir nicht das Juwel. Denkst dran? Das gehört jetzt mir. Genau, und eigentlich muss ich jetzt nämlich wirklich die ganze Geschichte mit dem Zwerg machen, dass ich ja hier, ich glaube, das will ich euch gar nicht nochmal zeigen. Ich glaube, wir machen tatsächlich, oder doch? Weil es geht jetzt wieder aufs Gleiche hinaus. Wir müssen, wieder zum Zwerg, die ganze Geschichte mit dem Sand nochmal bauen und, ach nee, ich würde sagen, kurz vor dem nächsten Fight mit dem Sandmann sehen wir uns dann wieder. Oh Gott, Verzeihung, hier hat sich tatsächlich etwas geändert. Ich habe gerade den Stab von dem Zwerg bekommen. Und hier wartet etwas auf uns. Sandmann? Oh Gott. Was? Wow, okay. Was ist denn gerade passiert? Er schien wirklich wütend zu sein. Wir können mal versuchen, hinterher zu gehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo er hin ist. Na, hast du den Sandmann gesehen? Der Sandmann hat mich geschlagen. Er hat das pinke Juwel genommen, nachdem ich es von dir bekommen hat und alles. Oh Gott, wie gemein. Wie gemein. Na gut, ich habe ihn ja im Prinzip sein prickiges, pinkes Juwel geklaut und... Oh Mann, na gut, dann nehme ich jetzt ab hier weiter auf, weil ich meine, wir haben ja eigentlich ein schlechtes und dann auch noch ein gutes Ende eigentlich nur vor uns. Und wir könnten aber, glaube ich, mal den Zauberspiegel verwenden. Ich weiß nicht, wofür der sonst noch gut ist. Ich habe Angst, dass wir es für das gute Ende brauchen, deswegen lasse ich ihn mal noch. Aber ich bin mir nicht genau sicher. Ach du, wir haben ja noch so viel zu tun, ey. Wir brauchen erstmal die Gläser noch. Nehmen wir uns mal mit. Komm schon. Ich werde natürlich alles überspringen hier jetzt, aber... Nicht, dass auch mal was passiert. Ich schneide das immer wieder so random rein. So aus dem, ohne aus dem Kontext geschlossen. Da war gerade noch irgendwie die Statue, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden jetzt auch nicht nochmal mit den Leuchten da unten im Teezimmer reden. Im Party Room. Die sind mir jetzt eigentlich erstmal relativ egal. Weil hier habe ich ja noch gar nicht mit denen gesprochen im Prinzip. Ach genau, wir müssen ja auch noch den Schlüssel nehmen, glaube ich mal. Den brauchen wir noch. Aber den Eidechsenschwanz habe ich mir schon geholt gehabt. Also es ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, mit dem Spiegel wären wir vielleicht ein bisschen schneller da gewesen. Ich vertraue dem Ganzen ja nicht. Lass sie nicht öffnen. Warum nur? Dann... den Schlüssel. Okay, hier sind die Handschuhe schon mal. Macht sie die Flüssigkeit rein? Nein, macht sie nicht. Und ich würde sagen, das hier wird auch die finale Folge. Also egal, wie lange die jetzt hier wird, das wird schon irgendwie so funktionieren, hoffe ich mir mal.
Heiß, 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 heiß. So, gut. Das hätten wir dann. Das Zeug. Das müssen wir wieder so reinfüllen. Ja, genau. Und dann noch den Eidechsenschwanz. Plupp. Nehmen wir uns die Schüssel, nehmen wir uns das Zeug. Packen sie rein. Knopf. Ich wollte gerade warten. Warum passiert da nichts? Und fertig. So, aber jetzt mal wieder speichern hier. Das ist im Prinzip wieder das gleiche Prinzip. Wenn wir ihn töten, schlechtes Ende. Wenn wir ihn ins Schlafsand reinmachen, wohl gutes Ende. Wir müssen ja jetzt erstmal wieder das Licht da unten anmachen und in den geheimen Raum da quasi reingehen. Und och Mann, ey, das ist echt nicht wenig Arbeit. Überhaupt nicht wenig. Überhaupt nicht groß hier alles. Ich glaube, dafür war echt der Spiegel gemacht. Aber ich habe halt wirklich Angst, dass man den braucht oder dass es vielleicht nur einmal funktioniert und. Ha, ja. Und so halt. Ich muss sagen, das zweite schlechte Ende, was ich im letzten Part erreicht habe, fand ich eigentlich relativ schön. Das ist schön. Also, ich fand es halt so romantisch, möchte ich meinen. Weil es war halt doch irgendwie süß, dass sie mit ihm zusammenbleiben wollte. Bis zum Schluss und naja. Können wir das jetzt nicht mal mitnehmen hier? Jetzt. So, wieder ausmachen den Schalter. Und jetzt kommen wir hier auch wieder durch. Ach, jetzt habe ich wieder nichts gedrückt. Bla bla bla, jetzt wieder das hier alles. Das kann ich wieder nicht lesen. Ja, ich meine, gut, das ist jetzt schon. Ich finde doch die Geschichte dahinter richtig gut gemacht. Also, wenn sich das. Also, ich weiß nicht, ob sich das Uri direkt so ausgedacht hat. Das finde ich großartig. Oh Gott. Der ist ja jetzt schon so komplett durchsichtig. Du hast es hierher geschafft, nicht wahr, Sophie? Bist du das, Schlaflied? Was denn passiert? Naja, es ist nicht vernützend. Es ist nicht mehr vernötigt. Ich bin in dieser Form mehr zu sein. Natürlich, ich bin immer noch ein Schlaflied. Also habe ich eigentlich gar keine Form. Es scheint, als ob irgendwas mit dir passiert, Sophie. Du hast mich vorher angestarrt. Aber jetzt hast du einen viel freundlicheren Blick. Naja, es war vielleicht, weil du so wie David ausgesehen hattest. Hast du mich denn jetzt etwa? Nein, tue ich nicht. Was ist denn mit David? Woher soll ich denn das wissen? Schlaflied. Der Sandmann hatte auch Probleme zu schlafen, nicht wahr? Das ist richtig. Er ist so ernsthaft. Er weiß nicht, wie man eine Pause macht. Deswegen sind wir in dieser momentanen Situation. Ich habe irgendwie, ja, Mitgefühl. Es muss ganz schön hart sein, nicht wahr? Schlaflosigkeit für Jahrhunderte. Nur wegen den Menschen? Diese Elfen. Ihr Feen, ihr seid ziemlich schwer arbeitende Leute.
So konnte der Sandmann nicht schlafen. Er musste die ganze Zeit wach sein und arbeiten. Schlaflied. Was glaubst du, soll ich tun? Das liegt an dir, Sophie. Nein, ich weiß nicht mehr weiter. Ich will nicht für immer schlafen. Aber wenn ich ihn stoppe, dann kann er nicht schlafen. Er wird immer noch leiden. Hör mir zu, Sophie. Hat das dir deine Mutter nicht immer gesagt? Tu das, was du tun möchtest. Ich weiß, was du tief in dir drinnen möchtest. Aber wenn du es... Was? Aber du musst es selbst bemerken. Was möchtest du? Ich muss den Sandmann aufhalten, aber... Der Sandmann war vor einem langen Korridor. Geh und triff ihn. Denk darüber nach, Sophie. Denk darüber nach, was du möchtest. Oh, ich bin so traurig, dass er jetzt schon wieder keine Form hat. Vor allem die Musik. Und jetzt hat sie mitgeführt in den schlechten Enden, wo wir das Juwel nicht mitgegeben haben, war es ja nicht so. Ah, ist das scheinbar der gleiche Brief? Sandmann. Beim ersten Mal hat sie noch gesagt, von wegen, sie wird ihn ja töten. Ich glaube, wir speichern ihn nochmal gleich, aber... Sandmann. Es war schwer, nicht schlafen zu können, nicht wahr? Ich verstehe das. Mir geht es ähnlich. Wirklich. Ich möchte auch schlafen. Ich frage mich, wie gut es wäre, alles zu vergessen, die schlimmen Sachen und zu schlafen. Aber ich möchte nicht für immer schlafen. Gut, das hatten wir ja eigentlich auch schon. Es tut mir leid. Ich kann es nicht verstehen. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Hier noch einmal drüber speichern und ich denke, das reicht doch jetzt, oder? Wir verzaubern ihn mal. Der mit seinem Schlafsand hier immer. Okay, hab ich doch nie im Leben. Okay, und wir werden ihn jetzt erstmal töten. Sandmann? Sophie? Hast du den Sandmann getötet? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Ich hab eine Fee getötet. Warum? Warum ist das passiert? Was hätte ich denn tun sollen? Es tut mir so leid. Es tut mir leid, Sandmann. Nein, das ist nicht. Das ist die Schuld vom Sandmann. Wer die Menschen in ewigen Schlaf getan hat. Wer so egoistisch war. Also, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Es ist immer so. Ich mache nichts falsch, aber so viel zu tun, das, was mich irritiert, macht mich schlaflos. Ja, es ist alles ihre Schuld. Möchtest du zurück in deine Welt, Sophie? Schlaflied. Du würdest mir wünschen, nicht wahr? Was möchtest du? Weißt du es nicht? Sing mir ein Schlaflied jetzt. So, wie du es in der Menschenwelt gesungen hast. Na wow.
Die Zahnfee ist böse. Du hast die Arbeit aufgehalten, sagt er. Ignoriere diese dämliche Fee doch einfach. Was ist das jetzt, bitteschön? Das ist ja voll mega gigantisch riesig. Du möchtest hier auch einen Blick durchwerfen? Es ist wirklich schön. Ah, diese egoistischen Idioten schlafen. Mit diesen idiotischen Gesichtern. Sie werden niemals aufwachen. Niemals. Wirklich wunderschön an, sie anzusehen, lässt mein Herz sich erfreuen. Schlaflied, das Lied, was du gesungen hast, würde mich niemals einschläfern. Um Rache zu nehmen, muss ich es selbst machen. Ja, das ist die Rache. Rache für diejenigen, die mir Schlaf weggenommen haben. Ist sie so mega gigantisch, bitteschön? Warum bist du nicht verschwunden, Schlaflied? Der Sandmann ist weg. Ich kann nicht verschwinden, bevor du nicht schläfst. Idiot. Ich werde niemals schlafen und die Nacht wird niemals enden. Du hast mir meinen Wunsch erfüllt, ja? Ich werde nie wieder schlafen. Der... Oh Mann... Es wird nie wieder hell werden. Niemand wird sich je wieder meinen Weg stellen. Ich werde für ewig leben in dieser Nacht der Dunkelheit. Dieser Welt der Dunkelheit. Dieser Welt der Nacht. Ach, egal. In einem Platz von dem Sandmann, welcher die Menschen liebte und sie tötete. Die ihn töteten? Ach, keine Ahnung. Schlechtes Ende 1, Königin der Nacht. Obwohl sie ja irgendwie, was war das, der Sonnengöttin oder sowas? Okay, dann wir laden nochmal neu, kämpfen erneut gegen ihn und hoffentlich dann das gute Ende. Items und ihn einschläfern. Jetzt zurücklehnen und schlafen. Nein, ihr sollt weiter gucken. Da fallen die Äuglein zu. Kein Wunder, dass er diese Bonzen-Dinger hatte, dass er dafür, dass er niemals geschlafen hat. Gute Nacht, Sandmann. Du musst dich damit nie wieder rumschlagen. Ruh dich einfach mal gut aus. Sophie, du hast den Sandmann eingeschläfert? Ich konnte ihn nicht töten. Er hat so viel für uns Menschen getan. Er wollte doch nur schlafen. Wie lange wird er schlafen? Wer weiß. Er war für Jahrhunderte wach. Vielleicht schläft er auch wieder für Jahrhunderte. Ich verstehe. Was ist denn, Sophie? Vielleicht war all dieser Aufwand, aber ich fühle, mich wird's wirklich schläfrig. Sophie? Das ist nicht gut. Ich bin einfach so schläfrig. Wenn ich jetzt einschlafe, kann ich nicht jeden aufwachen. All die Menschen sterben in ihrem Schlaf? Nein, sie werden nicht sterben. Die Zeit hat für sie angehalten. Sie werden einfach nur weiter schlafen. Das ist gut. Wenn ich aufwache, werde ich nicht mit diesen schlechten Dingen weitermachen. Ich werde zurück zu Regan gehen.
Ich werde N sagen, eine Sache oder zwei. Und Papa, ich werde mich bei Ihnen entschuldigen. Und auch werde ich werde versuchen, mich mit David anzufreunden. Ich bin traurig, dass ich niemals es ihm überhaupt gesagt habe. Aber jetzt können wir Freunde sein. Ich möchte doch nur Spaß mit ihm haben. Ich frage mich, ob David an mich denkt, als eine Freundin. Natürlich. Du solltest wissen, was das Beste... Nee, du sollst am besten wissen, wie nett er ist. Das ist so viel, was ich tun möchte. Ich möchte darüber morgen nachdenken. Ich möchte übermorgen nachdenken, aber ich bin zu schläfrig, um wach zu bleiben. Wow. Ist das jetzt meine Mom? Sei still, meine Liebe. Kein Wort mehr. Es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Hab keine Angst vor dem Monster im Schrank. Ich bin hier bei dir. Hast du deine Gebete gemacht, bevor du ins Bett gegangen bist? Aber ich habe sie jetzt noch nicht gehört. Sag es, Sophie. Okay. Gute Nacht, Mama. Oh Gott, ich muss gleich weinen. Jetzt verschwindet er ganz. Tut natürlich auch leid für ihn jetzt. Jetzt hat er keine neuen Sachen, die er erledigen muss, und verschwindet einfach.